So, jetzt legen wir los. Let's fetz. Fortfahren. Ein Plätzchen zum Leben. So. Dahin kann ich nicht zurück. Wir haben begrenzt Sauerstoff. Das finde ich total toll. Ich weiß nicht mehr so genau, wie man das Spiel spielt. Aber das, also welche Tasten und so. Aber das finde ich raus. Das finden wir raus. So, vermutlich hier erstmal irgendwie ja, runter, nicht? Oder? Ich kann ja schlecht... da hinten sieht es so aus, als könnte man dann da... Ah, 6 Tage. Hallöchen, Onkel. Sie lebt. Noch. Also falls du jetzt den Ingame-Charakter meinst. Hi, Interminius. Namt Fuchs, danke für 20 Monate. Viel Spaß im Kokongarten mit Pool und Grillplatz und so. Dankeschön. Hey, Alex. Da nicht hoch, oder was? Hä? Na doch, muss ja, aber... Hä? Soll ich ja rüberspringen? Jo, alles klar. Sehe ich ein. Ach, du ahnst es nicht. Hey, Spider-Org. Nabend. So. Na, was nü? Hallo? Da. Ich kann gerade ganz schlecht. Es ist gerade echt super ungünstig. Aber danke für den Resub. Danke für 48... Oh Gott. Da komme ich nicht rein. Wie soll ich denn... Sie kann sich hier nicht reinschlagen. soll ich jetzt loslassen? Warte mal. Ha! Alles klärchen. Habe ich verstanden. Geil. Das ist schon ein bisschen geil. Okay, gut. So, warte. Aber danke für 58 Monate. Du kriegst, glaube ich, eine Tüte Ersatz. Nichts. Maybe. Vielen, vielen Dank, Rava. Dankeschön. Na, was denn? Subnautica gespielt? Ja, ich habe Subnautica gespielt. Beide Teile. Waren grandios. Waren unfassbar toll. Gewerkschaft, der Kantenmaler ist entsetzt. Ja, ne? Keine Kante gemalt. Es fällt mir auch direkt auf. Ganz, ganz strange. Ganz, ganz strange. Warte, jetzt kommen im Chatty schon wieder Nachrichten nicht mehr an. Aber da oben sind Nachrichten. Chatty hängt jetzt. Es ist ein Traum. Also wirklich, es wäre schön, wenn einmal alles funktionieren würde. Was zur Hölle? Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 20 Monate im Kokon. Du kriegst Zugang zum Kokongarten mit Pool und Grillplatz. Herzlichen Dank. Und Interminius, vielen, vielen lieben Dank für die Bits. Danke, danke, danke. Danke, danke, danke. Wissen wir, welche Engine das ist? Weiß das zufällig jemand? Das könnte natürlich Unreal Engine 5 sein, aber ich weiß es halt leider nicht. Ach, verflucht. Ich sollte gar nicht hier runter, oder? Oh, fuck. Oh, nicht gut. Okay, ich komme wieder hoch. Sehe gerade, das war der falsche Weg. Ich sollte rüber. Naja, dann nochmal. Warte. Aber danke für die Bits. Dankeschön. Servus, Knobiwan. Ja, Unreal Engine 4. Danke, Onkel, fürs Schauen. So. Ja, auch ein bisschen ranhalten muss ich mich, ne? Oh,
Oh nein! Oh! Ich hab gedrückt. Ich schwöre. Ich habe. Es ist gar nicht mal so einfach. Gut, das war das. Manchmal muss ich einen kurzen Moment überlegen, welche Taste. Also welche loslassen. Gut. Okay. Oh, irgendwie einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen. Gut, da müssen wir vermutlich darüber springen, ne? Okay, das ist schon ein bisschen geil. Das ist ein bisschen geil. Also, die ist sportlich definitiv unterwegs, ja. Das würde ich auch gern können. Bei mir würde das allerdings in sehr vielen unzähligen Toten enden. Geil. Das ist einfach geil. Ich da reinrammt. Ja, ist schon ein bisschen... So, ich vermute hier runterrutschen. Okay, rutscht man gar nicht. Geht, läuft man. Okay, alles klar. Ha, hast du nie Tomb Raider gespielt? Ein bisschen. Nur ein bisschen, aber die neueren Teile nicht so. Also ich glaube, ich hatte einen neueren Teil mal angespielt. Aber eben nur angespielt. Okay, ich habe nur noch zwei Sauerstoff-Dings hinten, Ladung, Gerät, Teil. Ich würde es bevorzugen, mich langsam in Richtung einer möglichen... Vielen Dank nochmal, Chat. Danke. Der Aufzug scheint nicht zu funktionieren. Es muss eine Stromzufuhr geben. Ja. Surviving Mars and Ego, nein. Ist es nicht. Nee. Ist einfach nur ein Story-Game, das auf dem Mars spielt. Na, was nü? Ist ja nicht mein Ego. Ja, das kommt noch dazu, ist ja Third Person. Hey, Akalana. Das Knacken zu hören? Wow, Onkel. Wow. Is it? Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für den Resub. Danke für 54 Monate. Wohl kriegst... Sag mal, heute ist aber echt... Also ich glaube, das... Heute ist vermutlich die Twitch-API irgendwie ein bisschen schwierig unterwegs. Warte. Lass mich überlegen. 54 Monate. Du kriegst einen glücksbringenden Treukopf. So. Ne, Akalana, ich habe am Sonntag schon angefangen. Angefangen haben wir am Sonntag. Das dechiffrieren wir gleich. Hallo, Heinz. Mhm.
Na denn. Okay. Ja, gerne, Elsit. Und was genau gibt es hier jetzt zu sehen, Ayla? Bitte lasst mich los, es war ein Fehler. Bitte, Mr. Johansson, ruhig jetzt. Ich muss zurück zur Erde. Hierher zu kommen war falsch. Bitte, bitte, ich will nur... Isaac, du bist verwirrt von Kryo. Beruhige dich. Ich will mich nicht beruhigen, ich muss zurück zu meiner Tochter. Ich weiß, dass du es besser weißt. Ich weiß, dass du tief im Innern verstehst, dass das, was du sagst, töricht ist. Bitte, William. Bitte, lass mich zurück zur Erde. Und wie genau stellst du dir das vor, Isaac? Wie glaubst du, wird man dich empfangen? Als Helden oder Straftäter? Gehst du einfach so zurück, dann kommst du deiner Tochter auch nicht sehr viel näher. Ich weiß, du verstehst das. Du und ich... Wenn wir zur Erde zurückkehren, macht man uns gleich den Strafprozess. Dort wären wir die Verräter der Menschheit, nicht ihre Retter. Du bekämst Kathy dort nur durch Knastgitter zu Gesicht. Schau. Unsere Abbaugeschwindigkeit lag bei etwa 20 Millionen metrischen Tonnen in den letzten 3 Jahren. All das, Isaac, erbaut nach deinen Entwürfen. Anhaltswerten, Einsichten. Jetzt bist du hier. Und Arche Vita auch. Stell dir nur vor, was wird Outward wachsen? Es wird zu dem, wovon wir einst träumten. Die unbarmherzige Entscheidung von damals tut mir sehr leid. Wenn wir je Leute von der Erde bringen können, gehen wir sicher, dass deine Tochter mit uns kommt. Doch davor konzentrieren wir uns auf die Gegenwart. Wir brauchen dich, Isaac. Bist du dabei, alter Freund? Ruh dich aus. Wir räumen dein Quartier in Habitas. Dann kannst du auch klar denken. Okay? Okay. Ja, ist sie kurz. Aber irgendwas muss ja schief gegangen sein. Irgendwas hat nicht funktioniert. Hey, Smiling Demon. Bist du dabei, alter Freund? Mein Dad hat es wohlbehalten zur Kolonie geschafft, wollte aber wieder zurück auf die Erde. Zurück zu mir. Doch MacArthur hat ihn so lange bearbeitet, bis er doch auf dem Mars geblieben ist. Und ja, ist, ganz genau, Onkel, ist wieder Steamfest, Demofest. Sollen wir noch rumgucken, dass ich irgendwas übersehe? Okay, da könnte ich wieder rein, ne? Bloß mal so für mich. Ja, könnten. Oder? Ja doch, schien so zumindest. Ist nicht rot. Hey, Avaborg, morgen. Okay, die Frage ist ja jetzt aber... Oh, warte mal, da unten ist irgendwas. Aufzug. Moment, wieso? Hä?
Okay, hier ist dann irgendwie eine Art Fast Way Back oder so. Weiß noch nicht. Ja, ja, ist so, Strauchi. Na, was nü? Okay, merkwürdig durch den Boden durchgeglitscht. Geil. Brox, einen wunderschönen guten Abend. Danke für den Resub. Danke für 21 Monate. Viel Spaß im Kokon-Kino. Schau dir einen guten Film an. Ein Streamturm. Outboard hat also ein Notfallnetzwerk in ihren Einrichtungen. Wir müssen das anschließen, um ihn zu aktivieren. Okay. Okay, okay, machen wir. Was ist das hier eigentlich? Was ist das? Das sieht aus, als steht es gleich aus, auf und läuft. Ungestürzter Kran. Das wurde nicht durch Staubstürme verursacht. Überall finden sich zudem Hinweise auf Einstürze. War die Arbeit hier überhaupt sicher? Das ist eine sehr gute Frage, junge Kaifi. Eine sehr gute Frage. Ich tippe platt auf... Vielleicht ein bisschen. Naoki und Merlin. Jo, mehr! Hast du davon noch mehr? MacArthur hat gerade herausgefunden, dass Isaac unterwegs eine ASE verloren hat. Hier gibt es allerdings eine Menge ASEs. Dieser hier ist anders. Was? Warum? Ich sage es dir, aber versprich mir, dass das zwischen uns bleibt, verstanden? Du kennst mich. Seit wir zum Mars aufgebrochen sind, sind alle holographischen Daten unserer ASE verschlüsselt und nur die ASE des Lunarrats können das Bildmaterial einsehen. Isaacs ASE ist offensichtlich nicht hier. Hä? Woher weißt du das alles? Ich habe den Code geschrieben. Wirklich? Ich vergesse immer, wie cool du bist. Das schnalle ich gerade nicht ganz. Das ASE ist doch das, das ist doch mir. Hier eher, ne? Oder? Hier, das Ding. Hey, Kaiser. Diese schwingende Plattform. Vielleicht kann ich mich hochziehen. Ist es jetzt dein Ernst? Oh, stimmt, ja. Die hat uns ja mein Vater übertragen. Du hast vollkommen recht. Hat er gemacht. Exakt das hat er gemacht. Ja. Naja, und das Ding kann halt das mit dem Dechiffrieren, ne? Ich glaube, das kann nämlich sonst... Das können die eigentlich nicht, wenn ich das jetzt richtig mit dem verschlüsselt und so verstanden habe. Ja? Aber das ist eben ein besonderes ASI. Besonders! Besonderer Robo. Flop! Näher? Nein. Warte. So. So geht der rein. So geht der rein. Und der geht wie? Weiter weg? Weiter weg. Klar. Ich kann es nicht glauben, Isaac. In meinen kühnsten Träumen hätte ich nicht erwartet, solche Zahlen zu sehen.
Mit jedem Projekt, das du in Angriff nimmst, machst du deinem Ruf alle Ehre. Nice. Unser Traum beginnt sich zu erfüllen, mein Freund. Hier seid ihr. Rosa, komm zu uns. Wir haben Grund zu feiern. Isaacs Erzbrecher funktioniert um einiges besser als erwartet. Es gab wieder mehr Einweisungen. 62% letzten Monat. Einweisungen, das klingt nicht gut. Wir müssen den Flügel erweitern und mehr medizinisches Personal einstellen. Das haben wir doch schon besprochen. Es handelt sich nur um eine Phase. Ich glaube nicht. Die Leute sind überarbeitet und verausgaben sich zu schnell. Immer mehr zeigen Symptome von Beklemmung und PTBS. In Anbetracht der zukünftigen Meilensteine werden diese Zahlen nur noch weiter steigen. Isaacs Wohnraumbau hat gerade erst angefangen. Wir können niemanden entbehren. Lass sie mich rehabilitieren. Gib mir mehr Platz und Personal, damit ich dann... Wir können es uns nicht leisten, Leute zur Erholung von den Bodencrews abzuziehen. Nicht, um sie zu unterstützen. Das würde alles nur hinauszögern. Das sind deine Leute, William. Sie folgen dir. Blicken zu dir auf. Die Antwort ist nein. Dann sehen wir uns heute Abend zur Wochenbesprechung. Läuft. Rosa, treffen wir uns im Meditrakt. Vielleicht kann ich dir helfen. Läuft. Die Antwort ist nein. Mein Dad war offenbar sofort von großem Wert für Outward und MacArthur. Es lief ziemlich gut für die Kolonie, obwohl Rosa das anders sah. Würde mich nicht wundern, wenn es einen Aufstand gab. Naja, oder ein paar sind halt richtig durchgedreht. Aber Sklaventreiber, aber hallo. Ja, vor allem das einfach mit dem Satz abzutun, das würde verzögern. Ja, wo ich mir so denke, na, aber das ist ja vielleicht nicht so schlimm. Ja, ich meine, wenn er jetzt gesagt hätte, das könnte Leben kosten, weil dann, keine Ahnung, ja. Weil wir bis da und dahin das und das geschafft haben müssen, ansonsten sterben wir alle. Das ist ja wenigstens eine Aussage, aber... Jeremy und Tahani. Gestern Abend war echt witzig, hätte nie gedacht, dass ein Herr der Fliegen-Musical in meinem Leben gefehlt hat. Mir ist jetzt auch nicht klar, dass mir das fehlt. Ja, das war außergewöhnlich, das Duett zwischen Simon und dem Schweinekopf. Auf ewig in meinen Gedanken. Schön, dass du gekommen bist. Bin ich auch. Aber hey, wir haben ja sowieso nichts Besseres zu tun. Ich könnte jedes einzelne Medienlaufwerk auf dem Weg hier runter durchbrennen. Wie konnte jedes einzelne Medienlaufwerk? Uff. Nicht jedes. Julia hat sogar noch mehrere. Psst. Oh, was? Sag ja, dass ich diese Woche 2 ihrer Schichten übernehme, wenn ich sie ausleihen kann. Mit 2 Schichten wird es wohl nicht getan sein. Okay, ich biete 5. Willst du was zusammenschauen, wenn sie ja sagt? Ich habe ein großes Hochbett mit viel Platz, da können wir gucken. Klar. Und dann dieses Smiley, ne? Und dann... Ja? I mean... Verzögerungen können wir uns nicht leisten. Naja, so hat das ja eben nicht gesagt, Kurt. Das ist ja der Punkt. Geh, Thomas. Jeremy und Tahani reden über eine Aufführung von gestern Abend und dass sie, obwohl sie grauenhaft war, wenigstens die Monotonie der ständigen Überstunden aufbrach. Naja, von Überstunden weiß ich nicht, ob da jetzt was stand. Wobei, ja, sonst nichts zu tun und so. Nö, weiß ich nicht. Wies jetzt nicht zwangsläufig auf massiv Überstunden hin, aber... Das liegt da was, ja, ne? Seh dich. Gerben und Alina. Du beschwerst dich doch immer, dass es nicht genug Wasser für eine richtige Dusche gibt, oder? Und das recycelte Wasser hier hat schon jeden... Und das recycelte Wasser hier hat schon jeden Kolonisten durchlaufen. Klasse. Sag es niemandem. Aber ich habe gerade einen Krater voller Eis gefunden.
Keine Ahnung, wie tief es geht, aber auf den ersten Blick sieht es gut aus. Wir können also unser Lager hier aufschlagen. Im Nu wirst du wieder stundenlang unter der Dusche stehen. Du machst mich zum glücklichsten Mann der Galaxie. Dachte ich mir. Dachte ich mir. Kolonisten sprechen darüber, dass sie auf einer ihrer Expeditionen 4 Eis gefunden haben. Das könnte die Wasserversorgung vollends lösen. Ja. Sollte ich aufschreiben? Solltest du aufschreiben? Namen Coverage, Hallöchen. Vorgefertigte Platten. Das scheinen vorgefertigte Platten für den Gebäudebau zu sein. Eine Technik und Produktivität wie diese konnten wir auf der Erde nie erreichen. Wie konnte eine so kleine Gruppe von Leuten so viel in so kurzer Zeit erreichen? Ja. Tablet, ID Herschel, Prefab, Cargo Mates, Palette 421, transportbereit, Inhalt, Prefab Wanddurchgang, 2,2 x 6 Meter. Oh. Ach du Ahnste, was ist das denn? Ich möchte hier nicht runterfallen, du da. Ich möchte hier nicht runterfallen. Bitte lass mich nicht fallen. Ich glaube, ich sollte hier nicht fallen. Ich sollte hier echt nicht runterfallen. Nee. Warte. Okay. Oh Gott, wieso? Wieso? Schwierig. Bin ich ja pünktlich gekommen. Ja, absolut, Ella. Ja, war ein guter Moment. Joker schreibt nicht mit. Passt Joker schon wieder nicht auf? Echt jetzt? Oh. Ich schlafe heute nicht mehr. Danke, Raupe. Immer gern. Ist das der AP für den Streamturm, Ella? Okay, fahren wir ihn hoch. Okay. Mal ein bisschen umgucken. Was ist das hier? Was ist denn das? MPT-Leistungsreduktionsfeld. Leistungsaufnahme bei Kontakt reduziert. Unterstützt mehrere Strahlen. Ein Widerstand. Hat der die gemacht? Bitte was? Ein bitte, was ist es? Was tut es? Was macht es? Für den Widerstand. Ja. Irgendwas mit Strahlen. Immer noch einer zu viel, oder wie? Also sieht zumindest so aus, als wäre es zu viel. Thank you.
bin so unglaublich schlau manchmal, ne? Also, es gibt Momente, ja, in denen überrasche ich mich halt einfach selbst. Und uns. Das ist schön. Das war jetzt nicht wirklich schwer. Och, komm schon, Strauchi. Okay, der Aufzug sollte laufen. Gehen wir runter. Aus welchem Grund kann man hier hoch? Es ist dir lieber, wenn ich dich anlüge. Nein, ist schon okay. Hey Olaf, schönen guten Abend. So. Au. Deliver's The Moon habe ich schon ein paar Mal durchgezockt. Wir haben ja auch Deliver's Mars holt. Spoiler mich selber gerade. Aber wieso tust du das? Dann tu dies doch nicht. Hallo, kleiner Kolibri. Ja, das verstehe ich, Grübel. Grübel, ich wünsche einen fantastischen Abend. Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 16 Monate. Du darfst dir Posterbilder und Plakate in der Gummizelle jetzt aufhängen. Eine Wand bleibt aber bitte frei für ein riesiges Flauschraubengemälde. Vielen lieben Dank. Dankeschön. So. Flip. Nice. Läuft. Läuft. Okay. Gut. Ist alles in bester Ordnung? Alle, wir kriegen das hin. Wir sind gleich da. Gleich. Wir sind gleich da. Warte. Okay. Got it. Nichts passiert. Los, schnell weg. Ich war das nicht. Das war schon so, als ich hier ankam.
Hallo Kolibri. Das war schon so, als ich hier ankam. Ich schwöre, ich war das nicht. Ja, das war schon so, als ich hier ankam. Das ist aber jetzt ungeil. Können wir nicht noch ein Stück höher? Da rein komme ich. Ich habe einen Sauerstoff hinten. Da ist die Anzeige ist auch gerade runtergegangen auf Hälfte. Hälfte habe ich noch, dann muss ich irgendwo sein, wo ich Luft auftanken kann. Sonst ist es ungünstig, um das mal freundlich zu formulieren. Schuld indirekt natürlich? Nein, bin ich nicht. Bin ich niemals. Was ist das denn jetzt? What the? Okay. Pingu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh! Na klar. Nee. Die Frage ist ja, sollen wir überhaupt ganz nach oben? Wo sollen wir denn hin? Doch, offensichtlich schon. Okay, alles klar. Puh, das ist aber unangenehm. Und ich brauche langsam echt Sauerstoff. Wo ist denn hier... Entschuldigung? Sauerstoff? Ella, funktioniert der Rover? Okay, gut. Was war das, ein Jo funktioniert oder eher ein Weiß ich nicht. Wo gehe ich denn jetzt? Welcher Rover funktioniert? Oh Gott sei Dank. Oh, hast du Luft? Oh, ein Glück. Funktioniert. Nambani, hallöchen. Na, was denn nun? Schon? Oh, Mist! Yeah. Kathy und Sarah und Ryan. Falls ihr Folgendes hören könnt, ich habe einen Rover. Sobald sich der Sturm legt, geht's zur Arche. Hoffe, wir sehen uns dort. Stopp! Stopp! Sonax, danke für den Reset. Du kriegst ein Fenster. Vielen lieben Dank.
Ayla, ist alles okay bei dir? Okay. Wiener, danke für den Follow. Ja, draufschlagen macht jedes Gerät ganz. Ja. Okay, das ist jetzt aber... Das wird ja jetzt ein ganz merkwürdiger Traum. Das ist jetzt definitiv keine Erinnerung, sondern ein sehr weirder Traum wird das. Ein sehr, sehr, sehr weirder Traum. Ich habe ein paar tolle Bilder als Beweis gefunden. Ich erinnere mich daran. Das war, als ich sie... Das ist ganz klar der beste Planet, Simon. Siehst du? All die schönen Pflanzen und Tiere... Das hat kein anderer Planet. Sogar Mobeck gibt es nur dort. Er besucht den Mond nur. Dieser Planet war ihr wirklich wichtig. Und welcher ist also dein Liebster? Und ich sagte... Was? Da gibt es nur Steine und Staub, Kathy. Aber nicht nur, er hat auch... Aliens. Was? Oh, Kathy, wir sitzen hier eine Weile fest. Setz dich und lass mich dir von Aliens erzählen. Ja, erzähl mir von Aliens. Bitte. Kathy, den Sonnenuntergang musst du dir ansehen. Ist er nicht wunderschön? Ist er. Gab es hier einen besseren Moment, um innezuhalten? Total schön. Kathy? Schatz, alles okay? Nein. Was ist? Ich vermisse. Dann da. Guck mal hier. Mom, Claire, Kathy. Er muss aber noch wachsen, du. Er war sehr klein. Schwierig. Ich glaube, ihr geht's nicht so sonderlich gut. Isaac, das Team besteht nicht nur aus dir. Ich verstehe, warum du es alleine machen willst. Das tue ich nur. Manchmal wünschte ich mir, dass ihr... Verstehe. Nein, wirklich. Mom war so stark. Aber immer wenn Dad ging, brach es ihr das Herz. Es tut mir leid. Aber es steht zu viel auf dem Spiel. Ich muss dort sein. Es muss richtig gemacht werden. Ich weiß. Ich bin stolz auf dich. Verlässt uns Dad wieder? Ja. Länger diesmal. Für ein richtiges Projekt. Wie die MPT-Schüssel. Oh. Er kommt schon wieder. Das tut er immer. Keine Sorge. Ha. Zum Schnorcheln? Ich will nicht schnorcheln gehen, Claire, ich will... Komm schon! Tarntüte, spring rein! Warte! Bitte! Geh nicht! Sieht aber schön aus.
Ja, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als hier jetzt reinzuspringen. Liz? Liz, wo bist du? Oh nein, Liz, nicht das. Ich will gehen. Kathy ist hier, in Sicherheit. Oh, das sieht nicht gut aus. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Das ist eine Erinnerung, oder? Und keine sonderlich gute. Wie komme ich denn? Alles klar. Ich muss jetzt wirklich los. In Ordnung, dann geh. Okay. Ups. Na also, lass das hier beglaubigen. Gib's dann dem Richter, dann ist alles klar. Ja. Die Vormundschaft ist vorläufig. Klar. Ich komme zurück. Ich will auch nicht gehen. Dann bleib. Das muss ich aber. Das Projekt ist fast zu Ende, okay? Danach kann uns nichts mehr voneinander trennen. Versprochen. Ich versuche ja, das Beste für euch beide zu tun. Du bist die ganze Zeit weg und lässt uns hier allein. Du bist ja kein Kind mehr, Claire. Und du bist kein Vater mehr. Dafür bin ich jetzt Mutter. Nur vorläufig. Ich muss es tun. Ich komme ja wieder zurück. Hab doch Vertrauen. Ich tue das für euch. Die Mutter ist gestorben, ne? Du musst los, wenn du pünktlich auf Helsenkopf sein willst. Die... Wir sehen uns bald, Mondbär. Okay? Okay, also der Sturm ist schon durchaus eine Erinnerung, sehe ich richtig, ne? Der Sturm ist eine echte Erinnerung, dabei ist die... Bei mir. Ich will dich nicht verlieren. Keine Sorge. Ich verlasse dich nie. Okay, der Vater hat der großen Tochter die Vormundschaft für die kleine Tochter gegeben. Ja, also die Vormundschaft übertragen. Weil er eben auf den Mond musste oder wo auch immer hin. Ja, also wieder für ein paar Monate eben auf so eine Mission. Und das hat offensichtlich der großen Schwester nicht gefallen. Ganz und gar nicht gefallen. Also die große Schwester war im Prinzip dann Mutter und Vater für die kleine Schwester. Also für uns, für unseren Charakter. So verstehe ich das. Ich hoffe, ich verstehe das richtig. Schwierig, Welt retten oder Familie. Mhm. Das ist halt schwierig. Kapitel 5, der Traum dieser Leute. So, wir haben einen coolen Rover. Wir haben einen coolen Rover. Na, was nü? Okay, der fährt sich echt ein bisschen behäbig. Juk, einen wunderschönen guten Abend. Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 19 Monate. Machst du gemütlich auf dem Klappband-Boxspringbett. Würde man, wenn man die Welt retten muss, einfach die Familie, die bleibt mitnehmen? Claire? Könnt ihr mich hören? Ja, Gott sei Dank. Ich höre euch. Die Familie, die bleibt? Wie schön, dich zu hören. Hat sie nicht. Tut mir leid. Ich
Ach so, ich weiß nicht, was. Bitte, lass uns nicht. Also ich. Lass uns zu den Archen gehen und die Mission fortführen. Bitte. Wir haben den Monolithen erreicht. Wo bist du? Ich konnte einen Rover bergen. Ich gehe jetzt zur Arche. Gut. Dann bis gleich. Und Cat, wenn du reden willst, ich bin da. Nein, ich. Bis später dann. Es gibt einen funktionierenden Aufzug, der dich zu uns bringt. Wir warten, bis du weitergehst. Acht auf dich. Große Ponym, schönen guten Abend. Einfach jeden mitnehmen, wie du Bock hast, das denke ich auch. Vor allem darfst du ja nicht vergessen, also der großen Tochter hat es ja selbst, also er hat ihr ja, wir haben doch diese Erinnerung gehabt mit dem Klettern, beziehungsweise ganz am Anfang, das war ja nicht mal eine Erinnerung, sondern das haben wir ja gespielt, ja, wo er ihr das erste Mal Klettern beigebracht hat an so einer Kletterwand. Und das hat ja der großen Tochter auch nicht gefallen. Ja, Claire hat es ja überhaupt nicht gefallen. Die wollte nicht, dass die kleine Schwester zu so einer Mission mitfliegt. Ja, also das mal ab davon, dass du natürlich, dass das Projekt erstmal so weit sein muss, vermutlich genügend Raum bietet, dass da Familien mitgenommen werden können. Ja, ich denke, dass so läuft das nicht. Ja, diejenigen, die oben hier im Sputnik oder was weiß ich, wie das heißt da so das Teil, oder? Die Raumstation, ja, die können auch nicht einfach sagen, ich nehme jetzt meine Familie mit. Das läuft halt so nicht. Moin, Ewe. ISS, dann eben ISS. Sputnik. Ich finde Sputnik gut. Sputnik nicht gut? Sputnik ist doch, ach nee, Sputnik ist nur ein Satellit, ne? Sputnik ist, glaube ich, nur ein Satellit. Richtig? Da auch irgendwas mit Sputnik. Ja, alles klar. Danke. So. Sarahs und Ryans Fluchtkapsel hat ganz schön was abbekommen. Zum Glück haben sie es heil rausgeschafft. Wenn nicht, wäre ich mutig durchgedreht. Du bist kein Kind mehr. Dad musste die Vormundschaft für mich vorläufig an meine Schwester abtreten, als er für die Arbeit zum Mond reiste. Ich weiß noch, wie wütend Claire auf ihn war. So. Sputnik ist schon eine Weile her. Ja, ja, das ist korrekt. Internationaler Space Sputnik. Ja, ISS. Das ist das. Das ist da die Abkürzung. Finde ich. Ja. Nehmen wir so, finde ich. Das ist legitim. Ich soll den vermutlich jetzt hier abstellen, ne? Sehe ich das richtig? Ich soll mich nicht hier durchquetschen mit dem Teil. Ist das korrekt? Ja, ich denke schon. Naja, ein Stück, Olaf. Aber jetzt nicht so, dass ich... Also wir haben schon... Ein Stück haben wir schon gespielt. Wir haben ja am Sonntag schon 4 Stunden. Glaube ich. Ja. Und ich glaube, insgesamt ist Deliver Mars nicht so lang. Also nicht so...
Hallo? Hallo? Krankes Teil. Okay, ab nach oben. Hey Björn. Das hört sich alles schon ein bisschen kaputt an. Ares Rover. Die hatten wir auch auf dem Mond. Bevor ich zu krank wurde, hat Dad mich überall auf der Mondkolonie rumgefahren. Diese Rover werden aber wohl kaum noch zu reparieren sein. Irgendwas habe ich nicht, also an Technologie habe ich nicht gescannt. Irgendeine Technologie haben wir nicht gescannt. Ist ein bisschen bitter. Das finde ich nicht okay. Cobridge! Danke fürs Zwangsverflauschen von Erlek. Erlek ist damit im 24. Monat im Kokon und darf jetzt das Highspeed 56K-Bit Kokon-WLAN benutzen. Dankeschön. Liefern Sie uns jetzt bitte endlich den Mars. Nein. Lars, hättest du mal früher bestellt? Ja? Wäre schon da. So. Jetzt musst du halt einfach abwarten. Ja? Bis wieder einer auf Lager ist. So. Und dann kriegst du eventuell einen. Hey, Game Cookie. Hey. Hi. Du kannst dein Visier öffnen. Es gibt Luft. Geil. Ich bin auch in einer Einrichtung mit Luft vorbeigekommen. Wie ist das möglich? Keine Ahnung. Wo ist Sarah? Sie erholt sich ein wenig. Weiter unten. Da ist eine Tür, die du an den Streampunkt anschließen musst, okay? Das willst du jetzt wahrscheinlich nicht hören, aber... Claire war einer der tollsten Menschen, die ich kannte. Ich weiß, wie viel sie Sarah bedeutet hat, und ich kann nicht... Tut mir so... Lass uns... weitergehen. Ist ja wie in der Zone, ey. Ja, ist... also, ne? Halt Produktion nach Plan, Lars. Produktion nach Plan. Gleiches gilt für Auslieferungen. Da muss man halt auch einfach mal ein paar Jahre warten. So. Muss ich Lars fragen, Blattkeit, weiß ich nicht. Hat Lars bezahlt. Dann lass uns weitergehen. Slidet weg. Ja. Hey. Wir müssen diese Tür... Oh. Alles okay? Wir hatten eine harte Landung. Ihre Verletzung ist aufgerissen. Alles gut. Ist es nicht? Ich sagte, alles gut. Wir müssen Medizin finden. Kannst du den RP anschließen? Bin dran. Wird gemacht. Sekunde. Gib mir einen kurzen Moment. Mach ich. Das mach ich. Das ist zu viel. Warte. Das sehe ich doch bis hier, dass das zu viel ist. Ein Verteiler. Ich kann hiermit ein MPT aufteilen und den Stromausstoß verringern. Könnte nützlich sein. Was? Verteilen. Wohin verteilen wir das denn?
verbinden. Platz hier. Was? Was? Ein Verteiler. Aber wohin verteile ich denn? Das ist doch, wenn dann, vermutlich irgendwo hin. Du. Kann ich mal, oder? Wo ist denn da? Hey, mal kurz. Da ist noch ein Verteiler. Da komme ich erst ran, wenn die Tür aufgeht, oder was? Wozu ist. Ach, da ist ja noch eins. Nee, Moment. Das ist ja. Aber das habe ich gar nicht gesehen. Wieso habe ich das nicht gesehen? Okay, Moment. Ach doch, da. Da sind noch mehr. Okay, drei. Da. Okay. Dann das Ding. Komm mal hierher. Einmal nach da. Und einmal nach da. Und hinstellen. Und du. Jetzt. Kann ich mal bitte. Entschuldigung. Du an dieses. Kann ich dich direkt auf dieses Teil richten? Kann ich. Alles klar. Jetzt hat der da aber zu viel. Hat er jetzt was aufgemacht oder hat er nichts aufgemacht? Hä? Nee. Was? Wieso bin ich jetzt hier? Schwierig. Gerät total am Ausrasten. Die Spannung ist noch zu hoch. Ja. Vielleicht muss ich sie anders verbinden. Jetzt hör doch mal auf. Okay, Sekunde. Wir nehmen hier nochmal ganz kurz was weg. Nein, das kannst du. Das ist aber ganz. Gott, das ist anstrengend. Wie geht denn das? Da ist jetzt zu viel. Können wir erstmal nach da? Danke. Und hier ist dann Widerstand dahinter, oder? Wieso geht denn die Tür nur so einen Zentimeter auf? Was ist denn das? Wie soll ich denn. Wie kriege ich denn jetzt. Das ist ja jetzt nicht dein verfluchter Ernst. Aufheben. Platzieren. Wieso geht das nicht? Geht doch. So. Was ist das jetzt? Das ist auch ein Streuer. Okay, dann streuen wir. Das ist geil. Ist ausrastet. Dann streuen wir dahin. Was ist denn jetzt passiert? Das ist nicht gut? Das ist nicht okay, oder was? Ja, aber die Tür da hinten braucht man da jetzt gar nicht mehr, oder? Alles kaputt. Da muss jetzt, darf nur noch eins ankommen. Was ich nicht ganz schnalle, das Ding hat doch drei. Oder wieso brauche ich denn jetzt den zweiten Verteiler? Das schnalle ich nicht. Den habe ich ja jetzt gebraucht, Ella. Also das löst ja das Problem da vorne, ne? Das funktioniert jetzt. Das hier vorne ist jetzt offen. Aber ich schnall nicht, warum der zweite Verteiler dafür notwendig war. Das verstehe ich jetzt nicht. Weil ich doch davon ausgehen würde, das Ding produziert drei. Ja, das hat eine Leistung von drei. Wenn ich das damit versorge und das damit versorge, gehe ich davon aus, über einen so einen Verteiler, das rechte kriegt zwei, das linke kriegt eins. Warum, also für mich stellt sich schon die Frage, warum kam auf dem linken. Ach warte, das Ding frisst vielleicht eins.
Kann es sein, dass das Teil einen Strom frisst, sozusagen, die Verbindung, und das, was übrig bleibt, aber in gleichen Teilen, also zwei nach da und nach da gehen? Ist wie ein Widerstand. Nee, ein Widerstand macht ja schon wieder was ganz anderes. Ist ja nicht richtig. Ein Widerstand verteilt ja nicht. Aber offensichtlich scheint es ja so zu sein. Und das würde dann auch das hier erklären. Weil dann frisst, das erste frisst eins, die Verbindung frisst eins. Eins bleibt übrig. Und da ich dann sowieso nur noch eine Verbindung übrig habe auf dem zweiten Verteiler, bringt der das eine nach da. Weißt du? Okay, also so wird es vermutlich sein. Nur so ergibt es zumindest gerade Sinn. Da. Gute Arbeit, Kathy. Ja, danke. Größer als die Summe ihrer Teile. Toll. So. Ja, aber die Energie, die auf den Verteilten bleibt, bleibt die gleiche. Grave. Die bleibt dann halt gleich auf den einzelnen Strahlen. Das war mir vorher nicht so bewusst. Ich dachte, der teilt das quasi auf. Die Ausgangsenergie. Bei Olaf, schönen Abend noch. Hallo, der Tom. Okay. Hast du so etwas schon mal gesehen? Das habe ich nicht. Das ist unglaublich. Ist es. Was? Was ist das? Das ist eine gute Frage. Was immer es auch ist, es ist wohl wichtig. Sie haben es einfach als Motor bezeichnet. Und es ist genau in der Mitte der Kommandobrücke. Scheint an zu sein. Meint ihr, da ist noch jemand? Finden wir es doch heraus. Außer Betrieb. Ryan, sind das Streampunkte auf der Karte, mit denen wir ihn an den Notstrom anschließen können? Ja. Das ist gut. Aber das hier ist nicht so gut. Der einzige Punkt ist wohl ganz oben. Yay! Da ist eine Treppe, die ganz nach oben führt. Aber Sarah, schaffst du das denn auch? Ich denke, sie schafft's. Klar, geht die Verletzte, ja, die läuft die Treppe hoch. Hätte die nicht einfach unten okay, bleiben können? Du musst es ruhig angehen. Nein, ich muss nur... Sieh mich an. Hier. Laut Karte ist da oben ein Meditrakt. Wir suchen dir dort ein Schmerzmittel und danach setzen wir diesen Aufzug da wieder in Betrieb, okay? Können die nicht tragen? Cat, wie sieht es dort aus? Verlassen. Wir sollten uns lieber nicht aufteilen. Schlechte Idee. Wir haben keine Wahl. Aufteilen, schlechte Idee. Na gut, da hat sie natürlich recht, ja. Ich bin auch schnell wieder zurück. Okay? Im Sadi? Okay.
Das beruhigt mich jetzt nicht. Nein. Sollten wir uns besser trennen? So könnte es schneller gehen. Weiß ich nicht, Carrie. Ja, klar. Wir suchen nach Pregabalin, Gabapentin oder Amitriptylin. Oder genau. Irgendwas, wo entweder Antikonvulsivum oder Analgetikum draufsteht. Du musst das nur wiederholen, sollte ich irgendwas finden. Wow. Wow, Tür halt einfach ich instant nicht zu. Gesagt, was passiert ist, aber Claire war eine ihrer engsten Freundinnen. Das sollst du wissen. Schon gut, Ryan. Sie war immer distanziert. Sie hat manchmal Schwierigkeiten damit. Sie hat Albträume gehabt. Hier zu sein hat Erinnerungen geweckt, mit denen sie lange gekämpft hat. Und kann ich ehrlich zu dir sein? Nö. Klar. Nee. Sie hat Angst, deinen Vater zu finden. Oh. Wirklich? Ja. Warum ist sie auf dieser Mission? Sie hätte doch auf der Erde bleiben können. Sarah sorgt sich. Sehr. Zu sehr manchmal. Sie daran zu hindern, die Welt retten zu wollen, ist annähernd unmöglich. Verstehe. Sollte mir das notieren? Medizinische Kryokapsel. Wir hatten diese speziellen, für die beschleunigte Regeneration entworfenen Kryokapseln auch auf dem Mond. Diese Intensivräume sind anscheinend mit allem ausgestattet, was es auch auf der Erde gibt und mehr. Und mehr. More, more, more. More, more, more. Na, wir wissen dann nicht, ob es nur eine Treppe war, Ella. Wir haben nicht gesehen, wie weit sie gelaufen sind. Da war ein Cut. Ein Videocut. Außerdem steht es nicht im Skript. Yara und Sophia. Maya und Yuri wurden auch ausgewählt. Nicht wahr? Hoffentlich dürfen wir uns die Einheiten auch als erstes aussuchen. Ja, diese quasi Pyjama-Party, die wir seit Jahren feiern, verliert langsam ihren Reiz. Wann geht es nochmal los? Freitag? Ja, ich glaube, Isaac will eine Rede über das Projekt halten und allen ihre Funktionen erklären. Der Mann ist noch kein Jahr hier und hat schon so viel Fortschritt gebracht. Einfach Wahnsinn. Flippst du wegen dem schrägen alten Ingenieur aus? Ich darf ihn doch bewundern. Und als ich noch am MIT war, hatte ich seine ersten Aufsätze eventuell an meiner Wand hängen. Kra, du Trottel. Sollte ich aufschreiben? Kolonisten sprechen darüber, in Dads neuem Team für sein neues Wohnprojekt zu sein. Das ich draußen sah, als ich zu Habitas fuhr? Ja, vielleicht. Vielleicht das. Von der Zeit, die sie gebraucht haben. Da war ein Cut. Da war doch ein Cut. Ein Cut. Videotechnisch ein Cut gesetzt. Du weißt also gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Der Cut war aber nicht lang. Aber so ein Cut ist dafür gemacht, dass er nicht lang ist. Es ist ja ein Cut. Länger der Cut, desto länger die Treppe. So. Das wusste ich nicht, dass das so funktioniert. So, ist das hier das Richtige? Modafinil. Verbessere deine Konzentration und unterdrücke Schläfrigkeit. Das ist, glaube ich, falsch. Das bringt uns gerade nichts. Hm.
KitKat? Ich brauche, ja, die könnte ich auch gebrauchen hier und da. Wären die mit Sicherheit nützlich. Wie, ich kann nicht auf das Bett springen. Das ist jetzt dein Ernst? Ich wollte gerade sagen. Oh! Oh, wie niedlich! Wie niedlich ist das denn? Fremder Sprache verfasster Brief. Das ist dann niederländisch. Oder schwedisch oder sowas. Spricht das jemand? Ik hof van je. Je bent steria dan je zelf denkt. Das ist dann mit Sicherheit irgendwie so niederländisch oder sowas. Hey Johnny Depp. Wir sind auf eine Arche angekommen. Ist es niederländisch? Twitch Prime ist mehr kostenfrei, steht da. Das glaube ich nicht, Joker. Das steht ja nicht. Da steht ja definitiv nicht. Ist kein Französisch. Französisch könnte ich lesen. Die Unterschrift kenne ich. Kann niemand Niederländisch und kann das mal übersetzen? Was ist hier los? Das erste ist, ich liebe dich. Gleich mal hier, komm. Jetzt, Diebel. Diebel weiß das. Diebel weiß alles. Dafür gibt es doch Diebel. Ik hof van je. Hab mich vertippt. Haben mich wieder vertippt. Liegt an der Tastatur. Dänisch. Liebe dich, du bist stärker, als du denkst. Ich kann den zweiten Satz nicht lesen. Ich auch nicht. Der erkennt das hier als Dänisch. Ah, warte, wenn ich auf Niederländisch stelle, passt's aber. Und ja, ich liebe dich. Sagt es. Danke, Gravedigger. Vielen Dank, Gravedigger. Ui! Ui! So, warte. Danke. Noch was new? Hä? Ja, Lars, auch danke an dich für den ersten Satz, aber Gravedigger hat doch direkt nach dir geschrieben, da steht, ich liebe dich, du bist stärker, als du denkst. Also hat das komplett, deswegen habe ich mich, entschuldige Lars, dass ich mich bei jemand anderem bedankt habe, der beide Sätze hingeschrieben hat. Lars direkt wieder, pff. Eckzwerg, schönen guten Abend, vielen Dank für den Reshuff. Danke für 23 Monate im Kuckung. Du kriegst 40 cm mehr Platz für eine kleine, aber feine Computerecke. Vielen lieben Dank. Ja, ist gut, Lars. Ich merke schon, ich habe verkackt. Ist okay. Ja, ist gut. Benenn dich jetzt gefälligst um, aber in Gravedigger 2, wenn dann. Ja. Fang jetzt nicht nur an, Namen zu klauen. Circulation, schönen guten Abend, Hallöchen. Hey, Utgard, das ist Deliver Us Mars, der Nachfolger von Deliver Us the Moon. Ich muss jetzt auch los. Ich muss dringend jetzt los. Ja, verstehe ich, Lars. Ja. Was haben wir hier? Noretisteron. Verzögere deine Periode um bis zu 19 Tage. Na, was nö? Nice. Also. Ricky, vielen lieben Dank für den Resub. Schönen guten Abend. Danke für 66 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du darfst die Fibonacci-Folge irgendwo in deine Gummizelle ritzen. Vielen lieben Dank.
Nee, das Spiel kam vorher raus, Blattkeit. Das Spiel kam vorher raus, bevor ich den Mund... Also ich war es ja nicht, aber bevor der Mond kaputt gegangen ist. Ja. Hannah und Sahil. Oh, guck mal, kleiner als 3. Ich will ja nicht den Teufel an die Wand malen, aber kommst du bald heim? Wenn wir diesen Abendessenstermin verpassen, kriegen wir keinen neuen mehr. Einsturz bei Herschel, ziemlich übler. Wir haben Munir verloren. McCann ist auf der Intensiv und Pierre haben wir gerade stabilisiert. OP beginnt in 20 Minuten. Oh Mann. Oh, das tut mir leid, das wusste ich nicht. Hoffentlich ist Munir besser dran. Ich bin so müde. Habibi, das ist doch verständlich. Du machst das schon 15 Stunden. Das ist Rosas 20. Stunde. Sogar Isaac ist hier und hilft, wo er kann. Ich weiß nicht warum, aber er scheint von der Situation sehr betroffen zu sein. Nach dieser Operation übernimmt die neue Schicht. Gut, wir sehen uns in ein paar Stunden. Ich hol dir was zu essen, wenn ich darf. Das war hier. Und dann am 7.7. Habibi, haben Pierre verloren, bin auf dem Weg. Um 8.50 Uhr. Ja, also um... Muss ich das mal, ne? Die haben abends geschrieben, um 8, hier nochmal knapp halb 9. Ja, und am nächsten Tag dann kurz vor 9 früh. Raupe macht den Mond kaputt und muss jetzt den Mars abliefern. Na klar. Ja. Sollte ich wohl aufschreiben. Ein Arzt erzählt von einer schrecklichen Schicht, die er nach einem Einsturz in Herschel hatte. Sie brauchen mehr medizinisches Personal, weil sie unterbesetzt sind. Moin, Chris. So. Haben wir hier jetzt... Ich glaube, ich habe hier jetzt überall rumgeguckt. Da lag das Bild... Da geht es irgendwie noch hoch. Hier sind Umkleiden quasi. Oh, hey, das ist unser Vater, ne? Ziemlich sicher. Glaube ich. Der sah doch so aus, wenn ich mich richtig erinnere. Sah der so aus. Blutdruck ist nicht gesund. Was, Ella? Was? Gib keine Kämpfe, oh Gott. Also nicht, dass ich wüsste. Ich gehe nicht davon aus, dass es Kämpfe gibt. Rosas Familienfoto. Wow, ich hatte keine Ahnung, dass Rosas Familie so groß ist. Sie sehen so glücklich aus. Musste Rosa sie alle auf der Erde zurücklassen? Trotzdem die ganze letzte Woche durchgehend über 140-110 gewesen. Ärzte anrufen, fragen, ob das selbst mit den Tabletten so soll. Ja. Definitiv mal nachfragen, Ella. Definitiv mal fragen. Higgins Forschungseinrichtung. Higgins, ich weiß nicht. An die Fehlfunktion 2048. In Gedenken an eine Fehlfunktion? Was? Na dann. Hey, Haunted.
kann sie daran. Ich meine, muss sie nicht aktuell, aber sie kann da. Ja, gut, macht bloß keinen, ist halt einfach nur gerade nicht nützlich. Okay. Okay. Ihr werdet jetzt in eure Zimmer gebracht. Meldet euch bei den Vorgesetzten für die Nachtschicht. Ich habe gehört, du hast Isaac überredet, dir bei dem Projekt zu helfen. Habe ich nicht gesagt, dass es das Projekt nicht geben wird? Die Menschen brauchen Hilfe. Nein, sie brauchen Arbeit. Wenn sie die Nächte hier verbringen und nicht auf der Liste stehen, hält das einfach nur den Fortschritt auf. Und wir müssen diesen Flügel für Schwangerschaften freihalten. Stimmt, die ganzen schwangeren Frauen der Kolonie. Besser, man reserviert ihnen die Betten, anstatt real existierenden Leuten, die wirklich Erholung benötigen. Aber ich habe sie nicht bei der Genesung ertappt, oder? Wobei habe ich die ertappt, Rosa? Opposition? Dieser Ort stürzt ein, William. Die Staubstürme tragen die Wände und Decken ab. Die Mutationen in Odem sprechen für sich. Wir sitzen auf einem Planeten fest, auf dem wir nicht sein sollten. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen zur Erde zurück. Diese Härtefälle sind der Preis für Evolution und Fortschritt. Wir werden es überstehen. Nach alledem, was in den letzten Jahren passiert ist, glaubst du wirklich immer noch, dass es uns hier besser geht als auf der Erde? Die Sicherheit wird sich darum kümmern. In einer Stunde ist alles wie immer. Danke für die Hilfe. Tut mir leid. Ich verstehe dich nicht, Isaac. Du hörst doch auch die Stimmen in den Gängen. Wir haben Jahre hier reingesteckt und es funktioniert nichts. Nicht genug Platz, nicht genug Nahrung, nicht genug Fortschritt. Warum bleibst du einfach stumm? So einfach ist das nicht. Alle hier haben Opfer gebracht, um herzukommen. Du hast deine Familie verlassen. Willst du sie nicht wiedersehen? Isaac, warte. Es tut mir leid, dass... Läuft. Läuft. Wo bin ich da reingeraten? MacArthur stoppt Rosas Versuche, überarbeitete Kolonisten zu rehabilitieren. Dad scheint von all dem so abgestumpft zu sein. Das läuft richtig gut in der Kolonie. Das läuft. Die haben Bock, haben die. Und es gibt immer diesen einen Dude an der Spitze, der der Meinung ist, er macht alles richtig, ne? Das ist irgendwie... Der nicht einlenken will, der nicht... Ist schön. Schön ist das. Schön. Schön. Natürlich näher, Keksieb. Eine Person hat ja schlimm sowas. Das ist was anderes. Das ist ein ganz anderer Fall. Das ist völlig anders gelagert im Kokon. Ja. Ich komme zum Gesundheitswesen. An den Profit der Investoren denken? Weiß ich nicht, ob das bei William der Fall ist. Also ich glaube nicht, dass das hier auf das Spiel passt, das glaube ich nicht. Tatsächlich. Hexig Steve, vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 44 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Was kriegst du? Ich glaube, die Kaffeebohnenflat. Ich glaube, du kriegst die Kaffeebohnenflat. Dankeschön.
Schraube beschützt und bespaßt uns. So sieht's aus. Ja? Im Kokon geht es euch gut. So. Ja? Hört auf das, was Utgard sagt. So ist richtig. Genau, der will sich nicht eingestehen, dass der Plan eben nicht funktioniert. So, der will nicht... Der will halt nicht aufgeben, so. Daniel und Remco, ich weiß ja, dass du keine andere Wahl hattest, als Leander einzusperren, aber er hat nichts wirklich Schlimmes getan. Ich mach die Regeln nicht, Alter. Stimmt, aber du musst auch verstehen, dass das kompletter Blödsinn ist. Du bist Codierer, du stehst für MacArthur nur Wache, weil du ein großer Kerl bist. Hast du mich gerade dick genannt? Nein, du bist nur am Masse kultivieren. Das ist ja mal geil. Den muss ich mir merken. Am Masse kultivieren. Die Rationen reichen nicht. Wie soll man bei solchen Mini-Portionen Masse aufbauen? Ich kann dir 2 Monatsrationen besorgen. Einer der Packer soll sie in deine Lieferung stecken. Lass Leander gehen und es gehört dir. Daniel? Komm schon, Kumpel. Ich weiß, du bist online. Du bist nur am Masse kultivieren. Das ist schön. Du glaubst noch an das Gute im Menschen? Nö, ich glaube nur einfach nicht, dass, wie gesagt, dass das hier zutrifft, weil die wollen ja nicht, der will ja nicht zurück zur Erde, Alec. Verstehst du? Hier gibt es keine Unternehmen. Tatsächlich, hier sind ja, ne? Die sind ja mit diesen 3 Archen hier komplett abgekapselt von der Erde sozusagen. Ich mache eine Notiz davon. Soweit ich weiß. Ja? Remco und Daniel, Kolonist versucht, mit der Wache zu verhandeln, um seinen eingesperrten Freund zu befreien. Soweit ich weiß, sind die komplett losgelöst. Vielleicht losgelöst. Verstehst du? So, was mache ich jetzt hiermit? Ach, das kann ich vielleicht von der anderen Seite aufmachen, ne? Ja, was mal dahin. Ryan? Ich habe eine ganze Sektion gefunden, die MacArthur in ein Gefängnis umgebaut hat. Oh Gott. Gewalt, Zerstörung, Diebstahl. Sie waren alle zusammen. Warum sollten sie sich das antun? Das ergibt keinen Sinn. Vielleicht fühlten sich manche nicht mehr dazugehörig. Vielleicht. Marsman, Ausgabe 3, Utara. Die verschleierte Stadt von Utara übertrifft selbst die wildesten Träume des Astronauten. Die Marsianer enthüllen ihre mannigfaltigen Errungenschaften. Keine Kriege, kein Hunger, keine Not. Eine Zivilisation, die in Harmonie lebt und keine Unruhen kennt, weil ihre Mitglieder in vollständiger Synchronizität miteinander leben. Wird der Astronaut in ihre Reihen aufgenommen? Sollte ich für alle Fälle aufschreiben. Sollten wir, definitiv. Im Comic muss man, das muss man schon aufschreiben. Verstehe ich. Okay. Okay, mir ist immer noch irgendwie ein bisschen unklar, wozu es da hinten das Teil gibt. Das muss doch einen Nutzen haben, oder nicht? Muss das nicht? Sollte es nicht einen Nutzen haben? Das Ding? Wieso? Wieso ist das hier? Weird.
Und mit dem Licht? Nee. Das geht nicht. Kein Verbindungspunkt. Ganz seltsam. Komisch. Vielleicht später, vielleicht. Ja, also es ist das Einzige, was ich mir jetzt noch vorstellen kann, dass da später noch irgendwas kommt. Wand aufschmelzen. Ja, das geht so nicht. Okay, hier kommen wir nicht rein. Da sieht's auch verflucht leer aus, wenn ich mal ehrlich bin. Um mit Katzen zu spielen. Ja, so ein ja, okay, verstehe. Weiß nur nicht, ob die hier Katzen mit hingenommen haben. Gut, ich werde versuchen, sie zu finden. Die Tür ist verschlossen, aber ich kann sie an den Stream anschließen. Gut, tu's. Mhm. Okay, dafür muss erst das an. Das muss verbunden sein. Da hinten ist ein Widerstand. Okay, hiermit fangen wir sozusagen an. Alles klar. Das ist ein Strahlenstreuer. So. Den. Wenden wir damit. Und dann damit sozusagen. Gut. Geh weg. So, das ist jetzt zu viel. Das heißt, wir brauchen den Widerstand von da hinten. Den werde ich ja aber da nicht. Achso, wir können natürlich erstmal. Ja, okay. I see. Immer kurz. Haben wir das jetzt? Ja. Okay. Dip, dip, dip. Nein, sowas suche ich nicht. Nein. Stream. Was? Nein? Snipe Stream Media. Nein. Nein, nein. Oder Snip. Snip Stream, vermutlich. Nee, sowas suche ich nicht, danke. So, du dahin. Das war ja einfach. Ist kein gewöhnlicher ASI-Schalter, stimmt's, Ayla? Wie genau sollen wir dann... Moin, Lani. Das ist ja praktisch, Ayla. Hast du noch andere Tricks auf Lager? Ich glaube, ich sehe da Medizin. Vielleicht ist da auch Prager Bentin dabei? Ha. Sehr schön. Perfekt. Das passt ja. Ha. Und das Antidepressiva. Sehr viele davon. Seltsam. War das Leben auf dem Mars für Sie nicht ein Traum? Nee. Okay, das ist dann wohl alles, was hier zu finden ist. Ich Warum? Bringe jetzt rüber zu Sarah und dann finden wir einen Weg hoch. Ich habe da vielleicht eine Idee. Du willst hochklettern? Könnte der einzige Weg sein, wenn es sonst unpassierbar ist. Du kannst nicht allein hoch. Geht schon, ist kein Ding. Nur
ich kann den Streampunkt bedienen und du solltest lieber Sarah helfen. Ist zu gefährlich. Mach dir keine Sorgen. Dann pass gut auf. Werde ich. Warum genau verraten wir eigentlich nicht, was Ayla kann? Verraten wir das nicht, weil wir sie von unserem Vater bekommen haben? Oder welche Begründung gibt es dafür? Hey, was genau haben wir uns jetzt angeschaut? Weil niemand fragt? Naja, aber ja, weiß ich nicht, Strauri. Das ist jetzt irgendwie nicht so. Sie hat ja wirklich schon ziemlich bewusst, ne? Also von der Reaktion her. Ja. Okay, das ist vermutlich dafür gedacht, dass wir das hier nicht mehr befeuern müssen, oder? Wo kam denn er vorhin? Die Treppe hoch? Jetzt vermuten die Treppe hoch. So, Sekunde, da dürfen nur zwei hin. Warte mal. Da fehlt etwas. Vielleicht kann ich den Verteiler von vorhin nutzen. Ja, nee, sag bloß du. Warte mal, wie viel Grundenergie kommt denn hier vorne raus? So viel. Ja, hier gehen aber schon zwei weg. Which means, da hinten darf nicht nur ein Verteiler sein. Der Verteiler muss erst danach kommen. Ja, okay, I see. Der Verteiler erst nach der Tür. Oder das war eigentlich gar nicht meine Absicht. Ach so, aber dann kriege ich es ja nicht. Nee, das ist ja auch doof. Gut, dann vermutlich so, dass die Tür hier oben einfach zu, oder? Das ist egal. Wir stellen das quasi um. Wir nehmen den Widerstand hier rüber. Stellen den Widerstand hier hin, machen den zweiten und setzen den zweiten Verteiler. Ja, vermutlich. Das heißt, den weg. Ne. Muss dann irgendwo da hinten hin. Oder es passt schon so, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, es geht nicht durch den. Ja. Du kommst mal kurz mit. Oder es ist schon. Nee, ist nicht. Nee, passt nicht. Okay, Ella. Jetzt kommen wir an die Wand. Gut, alles klar. Andere Art Rätsel? Das glaube ich nicht. Ich denke, es wird immer nur auf diese... auf das Verbinden von so Sachen hinauslaufen, weil das... Das notiere ich. Okay, irgendwas haben wir übersehen. Das finde ich nicht gut. Kindergartenspielzeug. Die scheint niemand benutzt zu haben. Kinderspielzeug an verlassenen Orten ist wirklich gruselig, ja. Moin, Muckel. Bei den Teilen noch immer nicht den Vorteil gegenüber normalen Kabeln.
Ja, na, vor allem so, wie es halt da so, ja, weiß ich auch nicht. Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt der Vorteil ist. Ich kann es nicht sagen. Aber ich habe irgendwas übersehen, das gefällt mir nicht. Es gefällt mir nicht. Wo habe ich was übersehen? Oh, warte. Erstmal, wir können hier noch dechiffrieren. Vielleicht ist das ja das, was ich übersehen habe. Das hier hast du noch. Joker, da ist doch noch eine andere Form hier. Er musste auch knivelig und so. Ja, zack. Da bist du ja. Ich und noch drei andere haben nach dir gesucht. Bist du nicht zu groß für diesen Stuhl? Diese Stühle wurden seit Jahren nicht genutzt, Isaac. Warum nicht? Viele haben Angst davor, was passiert, wenn sie hier schwanger werden. Wir wissen nicht, ob es Komplikationen gibt. Die Menschheit entwickelt sich weiter, weil wir uns anpassen. Nicht, weil wir in Notzeiten den Kopf in den Sand stecken. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist eben der Preis. Der ist gruselig. Hast du Familie? Auf der Erde? Ja. Was brauchst du, Isaac? Der Sturm hat Herschel hart getroffen. Bis der Schaden behoben ist, fehlen uns die Legierungen, um das Wohnprojekt fortzuführen. Was ist mit Odom? Wir machen einen Rationierungsplan für die nächsten Monate, aber die Leute haben davon erfahren und streiken. Ich rede mit Rosa. Jetzt reicht es langsam mit diesem Homeward-Unsinn. Warum hast du ihr nicht die Psychiatrie gegeben? Sie könnte helfen. Sie wollte nicht den Leuten helfen. Sie wollte dort nur Schwachstellen finden. Ich kümmere mich um sie. Dam, dam, da. Hey Markus, guten Abend. Schwächen im Zaun. Auf einer einsamen Kinderstation erzählt mein Dad MacArthur von den schweren Bedingungen, denen sich die Kolonie gegenüber sieht. Für manche Kolonisten wurden die Probleme wohl zu viel, sodass sie eine Gruppe namens Homeward gründeten. Ja, und die Rebellion beginnt. Ja, das ist immer voll gut. Das ist nicht gut. Gut geht's, Markus, ich hoffe dir auch. Nein, Mucke, hab ich auch nicht vor. So, jetzt muss ich nochmal hier rüber gucken, weil irgendwas habe ich übersehen. Das muss ja irgendwo irgendwas. Die Frage ist halt, habe ich es hier übersehen oder noch weiter vorne? Und dann wäre die Frage, komme ich überhaupt weiter nach vorne? Noch nicht raubbearbeitet dran? Ey! Sag mal. Gar nicht. Huch, nein, das war die falsche Taste, Entschuldigung. Also wir kommen zwar weiter zurück, aber ich wüsste halt nicht, wo ich hier was übersehen haben soll. Habe ich denn was übersehen? Oh. Hier vielleicht doch irgendwo noch irgendwas. Oh, warte mal, da ist. Wie kriege ich denn das hin? Okay, Sekunde. Moment. Ich muss mal ganz kurz überprüfen. Genau, da ist nämlich noch so ein Teil.
das da. Jetzt wäre natürlich die Frage, ich kann vermutlich einen Verteiler von oben mit runternehmen, oder? Okay, verstehe ich. Das heißt, einmal nach oben, Verteiler mit runter. Um das Brett da aufzukriegen. Reicht ein Verteiler? Einer wird nicht reichen, oder? Ich glaube, einer reicht nicht. Aber hey, was soll's? Egal. Muss los. Das ist ja fies. Da schleppt man ja wirklich Sachen zurück. Weil ich muss ja, im Prinzip muss ich doch einen hier hinten hinstellen. Sonst wird das ja nichts. So. Na, fast. Warte. So. Und den kriege ich ja aber jetzt nicht mit dem vorne angeschlossen. Das heißt, ich brauche noch einen. Ich brauche beide Verteiler, die wir oben freischalten. Das heißt, das ist wirklich... Das ist bewusstes Backsteppen. Ja, was du nur machst als Spieler, wenn du das mitkriegst. Das ist ja fies. Das ist doch total fies. Ist das nicht... Ist das, find nur ich das jetzt gemein? Total gemein. So. Finde es okay, ich spiele es ja nicht. Ja, danke. So. Nein, nein, warte, falsche Taste. Ach du Scheiße. Uff. Muss hier raus. Never pay. Mars is a lie. Ja, läuft, Mensch. Na, was nu? Das sieht gut aus. Hannibal! Einen wunderschönen guten Abend. Hallöchen, vielen lieben Dank für den Reset. Danke für 34 Monate im Kokon. Du... darfst jetzt mega flauschiges Toilettenpapier produziert aus Altflaschrauben benutzen. Dankeschön. Ja, nicht genug Kuchen bekommen. Was? Das geht aber dann auch zu weit, ne? Die Gang! Wir haben die Gang gefunden. Okay, es gibt halt dafür auch ein Achievement. Also, okay, alles klar. Also man, ja, das schon, ne? Ja, okay. Es gibt ein Achievement dafür. Aber es fehlt mir doch trotzdem, warte mal, jetzt muss ich nochmal nachgucken. Es ist doch, es ändert doch nichts dran, dass mir, also hier sowieso die Technologie irgendwie fehlte, aber hier war da jetzt noch irgendwo eine Lücke, dachte ich. Hier nicht. Hier nicht. Achso, nö, nicht unbedingt. Ja gut, bei den Comics habe ich eh Lücken. Wo war denn jetzt die Gang? Wo ist denn die Gang hin? Also das Bild. Kindergartenlücke wurde geschlossen. Schwächen im Zaun. Hey, nee, die haben wir doch vorhin schon geschlossen. Ach, die habe ich mir durchs Angucken von dem Teil geschlossen, oder? Und ich habe es halt einfach nur nicht mitgekriegt, dass ich das... Okay.
Egal. Egal, das heißt, das hier wäre gar nicht... Ja, egal. Wir haben Achievement und wir haben diese lustige Zelle gesehen, die total toll aussieht. Und witzig und so. Nee. Und jetzt nehmen wir das wieder mit hoch. Und jetzt schließen wir das da an. Wo ist denn der Widerstand hin? Ach, der steht... Ja, stimmt, der steht danach. Nee, das passt schon. Warte. Anders so. Da muss ich es nicht so weit rumdrehen. So, und dann können wir das schon... Den zweiten Strahl ungefähr... Ja, weiß ich nicht, da so hin. Da stellen wir dann das andere Teil hin. Und dann passt das. Dann passt das. Denke ich. Zip, 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 zip. So. Naja, das werden wir vermutlich nochmal... Egal. Das hier hin. Müssen wir doch nochmal einstellen. Schade. Ich dachte, das geht auf magische Art und Weise dann halt einfach von allein. Nein, das war der falsche, den ich ausgemacht habe. Das eine dahin und das andere dahin. Da. Namchisum, Hallöchen. Gut, Tür wieder offen und jetzt da drüben die Wand hochkraxeln. Attacke. Easy. Nichts leichter als das. Oh, ich sehe, da oben müssen wir dann auch nochmal kraxeln, ne? Oder, Muckel, mache ich das nicht total elegant und super? Finde ich auch, danke. Wenigstens mal jemand, der das hier, appreciated. Sagt man doch jetzt neudeutsch so. Gesundheit. Ja, danke. Ruckelt ein bisschen gerade. Ich soll da vermutlich rüberspringen, ne? Boah. Ich hätte so garstig. Ja, ist schlimm, oder? Chris, hallöchen. Vielen lieben Dank für den Resub. Danke für 74 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support.
du kriegst ein Stück Seife. Darauf kannst du herumrutschen zum Beispiel. Vielen lieben Dank. So, warte, jetzt wieder ein bisschen Konzentration hier. Nicht, dass ich dann versehentlich mal die falsche Taste loslasse. Das wäre irgendwie nicht so geil. So. Huh. Okay. Aber da ganz oben, unten sind die Klos. Muss jedes Mal erst runterklettern. Weiß ich nicht. Alter, dieses Teil, ne? Hey, Andi. Oh, moin. Will ich jetzt da hinspringen oder da so? Ich glaube ja da. Ja. Gerade rüber, ne? Kann man machen, kann man aber halt auch einfach nicht machen, ne? Irgendwie finde ich. Weiß ich nicht. Läuft. Offensichtlich, also einen Kantenmaler gibt's hier nicht. Nee, Joker. Mm-mm. Es ist der Motor für die Archen und die Technologie kennen wir ja noch nicht. Wir wissen, also da bin ich mal sehr gespannt. Nee. Ich hol dir etwas Wasser. Ich glaube, ihr geht's nicht gut. Alles okay? In genau dieser Art Kryobett war ich damals auf dem Mond. Oh. Ich habe echt versucht, dieses MPT mit dem letzten bisschen Helium-3 zu richten. Dasselbe Helium-3, mit dem dein Dad die Arche startete und versucht hat, dich herzubringen. Und dann 5 Jahre Blackout. Ein Mann. Eine Entscheidung, die alle getroffen hat. Er wollte den Blackout nicht. Der hat einen Blackout mit der Flucht. Ist nicht schwer, Kathy.
Viele wohlmeinende Menschen haben im Alleingang auch viel kaputt gemacht. Das Schwierige dabei ist, richtig und falsch zu unterscheiden. Claire konnte es. Ich hoffe, du kannst es auch. Weißt du, was dem Gesamtbild hier noch fehlt? Barrikaden. Ich glaube, ich hätte den ersten Teil mir nochmal angucken müssen, Carrie. Echt. Ich bin mir jetzt immer so unsicher, ob die Anspielungen auf den ersten Teil sind oder ob die auf die Flucht mit der Arche sind. Das ist ja mal ein Science-Fiction-Gerät, oh ja. Das hat bestimmt ein gewisser jemand hergestellt. Okay, teilen wir uns auf. Ein gewisser jemand. Vielleicht kann ich das Hauptterminal knacken. Das Teil. Ryan, sieh nach, ob wir mit diesem Aufzug die Treppe umgehen können. Roger. Sag, was soll ich tun? Kannst du rausfinden, wozu das Ding gut ist? Ich starr's einfach auf die ganze Fall Zeit nicht an. Zum Fliegen. Ich will es anstarren. Solltest du mir notieren? Anna C. Das habe ich noch nie gesehen. Ist das einfach Hydropower oder etwas Ausgefeilteres? Es sieht jedenfalls total nach Dad aus. Die den Mond am Laufen hielten und haben das Ganze hier um 3 mitgenommen. Ja, das ist richtig. Wenn du einen roten Knopf siehst, Raupe, nicht drücken. Na, was nü? Hefe bittet. Lebenshälfte voller Geldsorgen, Beziehungsprobleme hinter sich und jetzt wartet eine weitere Lebenshälfte voller Geldsorgen, Beziehungsprobleme und Rückenschmerzen. Verwitter, danke für 74 Monate, du kriegst ein Stück Seife. Es hilft nichts, nicht gegen eins der Probleme, aber hey. Hey. Geiles Teil, ey. Hat jemand eine Ahnung, warum das Wasser so... schön ist? Wenn ich ans College zurückdenke, ist das wohl Plankton. Plankton? Ja, wir hatten Strände, die nachts genauso geleuchtet haben. Klar. Doch, wir haben's auf einem unserer ersten Ausflüge gesehen, oder Schatz? Sie war damals ein wenig enthusiastischer. Ayla, hast du die Strahlungsintensität dieser Spiegel? Wenn es das ist, was ich glaube. 600 Watt vom Sonnenuntergang? Das ist beeindruckend. Ah, die beiden sind ein Paar. Die zwei sind ein Paar, ja. Die zwei, ja. Ja, 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 ja. Die zwei sind ein Pärchen. Joker, so passt du auf. So passt du wieder auf. Pass doch mal ein bisschen auf, wenigstens. Was ist das? Sarah, das ist die MPT-Justiereinheit für die Arche. So können wir Arche Labus neu verbinden, wenn wir soweit sind. Gut. Stress mich nicht verbittert. Ich muss erst mal gucken, ob da Demos dabei sind, die ich spielen möchte. Die ich wirklich noch, ne? Erst mal Zeit, um zu gucken. Stress mich nicht. Wenn ihr Vorschläge habt, wie immer ins Discord, ne? Dafür ist es ja da.
Also unter anderem. Wird er mit Sauerstoff, der Photosynthese, vielleicht? Ja. Diesen Aufzug kriegen wir nicht in Gang. Was macht dich so sicher? Naja, bei unserem Glück. Wir werden ja sehen. Der Stream-Empfänger ist zerstört. Ah. Bis wir die Arche Labus verbinden, fliegt sie nirgendwo hin. Ja, auch für den Food-Channel. Das Panoptikon wird warten müssen. Panoptikon. Hey, Schatz. Panoptikon. Ist das nicht ein Begriff für ein Wachturm oder so? Hm? Vergiss es. Hm? Sieh mal so. Hm? Achso. Die ist total weg irgendwie, oder? Die ist wie Joker, die hört nicht zu. Cockpit. Okay. Ist da irgendwas hier? Nö, ne? Voll bei der Sache. Ja, ja. Sarah, können wir darüber reden, was du gesagt hast? Ich glaube das nicht jetzt. Muss mich konzentrieren. Wow. Okay. Mega schlecht drauf. Und dabei hat sie Pillen bekommen, ne? Finde ich irgendwie nicht okay. Weißt du, ist schon klar, dass wir unsere Schwester verloren haben, oder? Also... Frag ja nur. Meinst du, wir sollten auch Pillen bekommen? Nee, das jetzt nicht unbedingt, aber die könnte ja einfach mal ein bisschen netter sein. Was ist denn mit der? So, was habe ich denn jetzt noch nicht gesehen? Mir fehlt doch irgendwas. Untersuche den Motor. Ja, welches Teil hier habe ich mir denn jetzt noch nicht angekickt? Angeguckt. Irgendwas habe ich mir ja offensichtlich noch nicht angeguckt. Was denn? Kann ich eigentlich wieder... Nö, zurück können wir nicht. Klar, Tür ist zu. Und wenn die Tür zu ist, ist die Tür zu. Hallo? Nee, da runter darf ich auch nicht. Können wir denn hier rein? Nö, können wir auch nicht. Tablet-ID, Panacea, Analytics Made. Dein Tagesbericht ist fertig. Alle Systeme für Panacea laufen und sind voll funktionsfähig. Aha. Anubis, in dem Fall hoffe ich dann aber, dass sie Moonbear mitgenommen und gerettet hat, ne? Also, ansonsten gibt's aber Stress. Das schwöre ich dir, du. Könntest du... Hm. Was ist denn jetzt hier? Ja, Ma. Liegt's an mir? Tut der Schwester und behandelt sie deswegen so? Also daran bin ich nun wirklich nicht schuld.
Okay, warte. Können Dietz eventuell mehr? Oder kann irgendwo aufmachen oder so? Rauschen zu groß. Ist irgendwo eine Tür oder so, wo es durch kann, wo es was aufmachen kann, maybe? Nein. Okay, wir müssen irgendwie nach oben. Aber das ja vermutlich über das Ding hier, oder? Irgendwas übersehe ich. Ich übersehe was. Interminus! Interminus, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen von KG. KG. Vielen lieben Dank dafür. Darf es sich in der gespannten Gummizelle gemütlich machen, führe durch die Gemeinschaftsräume und denk bitte unbedingt an das Nasshandtuch zur Verteidigung. Dankeschön. Tja, die Monitorwand, das glaube ich nicht. Nein, nein. Nein, kann man natürlich nicht. Das wäre ja auch ganz wild gewesen. Nee, ich muss ja irgendwo, ich denke, ich muss hier unten erst noch das Ding zu Ende analysieren. Läuft da was aus? Soll das so? Soll da was auslaufen? Das guckt sich weg, meinst du? Schnell's nicht. Jemand eine Idee? Aber du hast eine Vermutung? Ich sehe gerade nicht, was ich mir noch angucken muss. Da ist ein... Oh, wait, da ist ein... Ach, warte, nee. Alles cool. Ich glaube, ich habe... Nee, ich kann hier nicht drüber springen. Wieso nicht? Ich muss doch aber nach unten. Wie komme ich denn jetzt nach unten? Wenn ich hier nicht drüber springen kann. Da ist ein A. Von A. Sieht aus wie ein Wasserpumpensystem. Du könntest recht haben. Fließt das durch die große Kohle in der Mitte? Ganz normales Wasser? Es ist eine geschlossene Pipeline, die es immer wieder recycelt. Ich bin drin. Schau's dir an. Wenn ich das System richtig verstehe, sollte ich Analysedaten bekommen, wenn ich hier drücke. Drücke. Und klick. Leute, seht ihr das auch? Diese Maschine formt aus dem atmogenen Eintrag die chemische Verbindung der Erde.
Umwandlungseffizienz nahezu verlustfrei. Ist das hier das große Los? Was macht es? Ich meine, das Ding kann die Erdatmosphäre retten, den Planeten heilen. Die Erde hätte jedenfalls ein paar dieser Maschinen nötig. Erhöhte Sauerstoffsignatur. Bedeutet das? Menschen. Dann sollten wir das überprüfen, jetzt sofort. Wir müssen die Messung erst abschließen, weil... Wir verlieren nur wertvolle Zeit. Wofür? Zeit fürs Nachforschen. Sollte dem nicht jemand nachgehen? Wenn da noch Kolonisten sind, wissen wir nicht, wie sie auf uns reagieren werden. Wir müssen bereit sein. Ja, stimmt. Bis jetzt sah es nicht gerade rosig aus. Wenn ich mit dem Rover zur Anlage könnte, dann könnten wir die Informationen... Wir gehen morgen zur Anlage. Als Team. Vorbereitet. Das ist ein Befehl. Sie hat recht, Cat. Wir sollten uns ausruhen nach... nach dem, was geschah. Im Meditrakt ist ein Zimmer mit Betten. Ich übernehme die erste Wache. Ruht euch aus. Kurze Frage, seit wann ist die Chefin? Vielleicht ist es so, dass das... Ich weiß nicht... Also wir sind in der Reihenfolge vermutlich definitiv die Letzten. Warum haben wir diese Dinger dabei? Was für Dinge? Du weißt schon, was ich meine. Der Kasten. Was in dem Kasten? Waffen? Bomben? Was hat sie dabei? Eins von beiden, oder? Waffen oder Bomben? Waffeln? Mau am? Ela, komm schon. Kuchen wäre geil. Ob die Kuchen hat? Es gibt eine gute Erklärung für alles. Ich bin gespannt, sie zu hören. Bitte, komm rein und ich erkläre dir alles. Ela, du musst irgendwie da rein. Ja, ganz kurz gucken, ob hier noch irgendwas anderes ist. Wo muss ich hin? Da lang. Du hörst mir kein bisschen zu. Ich weiß nicht, ob ich will. Wir brauchten irgendeine Strategie. Es wäre schön, im Voraus zu wissen, dass es diese ist. Nur Maria und ich wussten davon. Wir wollten niemanden alarmieren. Sinnwaffen, also, oder? Wann sollte ich's wissen? Sobald ich jemanden erschießen sollte? Nein. Nein, ich wollte es dir sagen. Ich musste sicher sein, dass Cathy nichts erfährt. Im Sadi-Pit. Nein, 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 nein. Das ist jetzt kein Im Sadi-Moment. Was glaubst du, wird passieren, wenn wir Überlebende des Lunarates finden? Glaubst du, die würden einfach friedlich mitkommen? Aber deswegen wollte Maria Cathy herbringen, oder nicht? Damit wenigstens Isaac in Frieden kommt. Ja. Plan A. Das ist Plan B. Ich weiß, es ist drastisch. Und es tut mir leid, dass ich nichts gesagt habe. Bitte, bitte sag Cathy nichts. Das ist ja interessant. Deswegen. Ruh dich besser aus. Oh nein, sie kommt raus. Wir müssen zurück, Ela. Schnell. Ela, schnell, sie kommt. Aha.
keine Familie oder Pärchen benutzen, es gibt nur Probleme. Naja, aber... Wir sind ja momentan der Köder, mehr oder minder. Damit unser Vater friedlich mit zur Erde zurückkommt. Das ist ja nett. Nicht die Hasen, nicht die Bienen. Oh. Oh, okay. Oh, okay, I guess. Kurzer Zeitsprung. Kathy, wo zur Hölle bist du? Sorry, Sarah, aber du bist verletzt und Ryan ist der Einzige, der helfen kann. Da hätte ich es für am besten. Du hast meine Befehle missachtet. Nur? Habe ich gemacht. Kathy, so geht das nicht. Du gefährdest damit dich und die ganze Mission. Ich ja. Bin jetzt die Kommandantin. Verstanden? Mhm. Das war mir verstanden. Nicht bewusst. Kathy. Ja, verstanden. Allein rauszugehen ist absolut unverantwortlich. Du hast den einzigen funktionierenden Rover. Wenn etwas passiert, kann niemand helfen. Ja. Du hast recht. Wenn du Lebenszeichen siehst, komm sofort zurück. Okay. Tu ich. Pass auf und bleib in Kontakt. Hier kann ich bei einem Kartoffel. Meuterei! Hype! Meuterei für alle. Hui! Wieso denn nur gerade Bounty? Auf Mars? Nicht im Kokon Cobridge, dort nicht. Wieso wirften die da Sachen runter? Was ist denn mit dir? Sarah, ich bin jetzt da. Was siehst du? Ja, aber die gute Kiste. Von hier aus kann ich keine Lebenszeichen erkennen. Die Anlage scheint verlassen und in schlechtem Zustand. Wie der Steinbruch, den ich erwähnte. Ich sehe mir das mal näher an. Wenn du jemanden findest, unternimm nichts auf eigene Faust. Komm sofort zurück. Verstanden? Tu ich. Hier muss doch irgendwas sein. Ist das Licht, Ayla? Suchen wir einen Weg runter. Das sieht nicht sicher aus. Ich muss einen Weg runterfinden, um übers Eis zu kommen. Erreiche die Basis. Nun gut. Now the question is, können wir hier nochmal, wir können unseren Sauerstoffvorrat hier nicht auffüllen. Das finde ich schon wieder äußerst freundlich vom Spiel. Ja? Das ist nett. Das heißt, wir müssen sofort losrennen. Das ist sehr schön. Okay. Okay, ist gut. Komme ich da nicht eventuell? Ich muss darüber springen. Schade, komme ich nicht. Dachte, nein. Aber, na, hätte ja klappen können.
und jetzt? Nee, das... Hä? Das geht so nicht. Und so auch nicht. Hä? Ja, gut. Jetzt zumindest mein Sauerstoffvorrat wieder voll, ne? Ist gut, denke ich. So wohl auch nicht, aber ich schnall halt nicht, wie das hier gehen soll. Also der Anfang ist ja schon strange irgendwie. Ich muss darüber springen, Ayla. Ja, ich springe doch, aber... Soll ich jetzt einfach... Okay, ich habe mir kurz vor dem Boden, habe ich mir dann doch noch leider das Knöchelgelenk verstaucht. Können wir nicht einfach, kann ich nicht einfach... Warte. Ich fand den Gedanken nicht so scheiße. Ich will ja nur... Können wir nicht eventuell ein bisschen abkürzen? Weißt du, wie ich meine? Na. Das ist halt nicht so einfach, weil du musst... Ich glaub, die haben das schon bewusst so gemacht, dass man hier nicht so gut abkürzen kann, ne? Aber ich würde so gern. Ich glaube auch, dass es rein theoretisch geht. Huch, nein, warte, das ist die falsche Taste. So, warte mal. Wenn ich jetzt hier... Meinst du, probier nochmal? Warte, ich probier mal. Das hat... Beim ersten Mal hat das noch ganz gut funktioniert. Sich irgendwo lang zu glitschen. Entschuldigung. Aber ich verstehe nicht, wie das hier gehen soll. Also ich kann nicht... Ich habe noch keine Möglichkeit gesprungen, wie wir... gefunden, wie wir mit den Eispickeln an der Wand springen können. Ich muss darüber springen, Ayla. Ja, das ist schön, dass sie das sagt, aber sagt sie mir vielleicht auch wie? Das ist so... Ich muss darüber springen, ja. Und jetzt, Spiel, jetzt sag mir doch... Das war knapp. Aha. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das gemacht habe. Ich muss das nochmal machen, um rauszufinden, wie. Das hier geht aber, oder? Das ist jetzt nicht zu tief, okay. Hä? Was war das denn? Hauptsache! Müssen wir jetzt ganz runter? Ich bin mir so unsicher, ob das Ziel jetzt... Aber das Ziel ist schon ganz runter, oder? Ich glaube, hier geht's. Ja. So. Okay. Glaube ich.
gerade nichts versteckt. Kat, wie kommst du voran? Die Anlage ist von Eis umgeben. Ich überquere es jetzt. Eine Wasseraufbereitungsanlage? Vielleicht. Wie läuft es dort? Hier ist etwas Unglaubliches. Die fehlende Arche. Arche Vita. Vita? Kommt mir bekannt vor. Das ist gar nicht das Unglaubliche. Vita hat offensichtlich eine Datenbank mit Millionen Pflanzen und Tieren der Erde. Viele davon ausgestorben. Und sie kann sie nachbilden. Sie ist ein Biodrucker. Ein Biodrucker? Sie hat einfach alles, um Leben zu erschaffen. Wow. All die ausgestorbenen Tiere, all die ewig verschwundenen Pflanzen, wir könnten alle zurückbringen. Aber sie ist weg. Ihre Position ist nirgends verzeichnet. Sie ist einfach verschwunden. Wenn du also irgendetwas darüber herausfindest, melde dich. Verstanden. Das ist ein schönes kleines Gimmick. Ein sehr schönes kleines Gimmick. Ah, Sirius, Hallöchen. Warte, wir hatten unterwegs noch hier Technologie. Seilbahn. Dieses Seilbahnsystem hat scheinbar Menschen und große Lasten befördert. Hier sieht es genauso schlimm aus wie in Hirsche. Würden Überlebende sich hier verkriechen? Falls ich meine verliere, sind hier noch welche zur Sicherheit oder was? Hm. Wir haben interessanterweise bisher noch nicht einmal Sauerstoff verloren. Wieso nicht? Also nicht ein Strich ist weg. Sag mir nicht, es ist geskriptet, wann wir wie viel Sauerstoff verlieren. Rumstehen. Kann ich, ja. Mal Wasser trinken. Ja, wir haben, also eigentlich ist das schon ziemlich klar, weil wir haben vorhin viel, viel schneller Sauerstoff verloren. Viel schneller. Das finde ich ein wenig schade. Anzeigenfehlfunktion, das glaube ich nicht. Das denke ich nicht. Ich meine, eventuell ist hier rundherum halt einfach auch, vielleicht ist ja hier schon ein Stück, ist so eine Mini-Atmosphärenkuppel drüber. Ja. Happy Birthday to Ice. nö. Wie? Nö. Neck und der Char hat das repariert? Nee. Nö. Nö. Das hatten wir nicht. Nein. Auf jeden Fall nicht.
Weil ich so oft runtergefallen bin, sind sie jetzt nett zu mir, oder was meinst du? Weil der Char so oft gestorben ist, denken sie, um Himmels Willen, wir machen es ihr lieber einfacher? Weiß ich nicht. Okay, jetzt ein Bild vom Mars Rover, ja. Sieht so aus, ne? Sieht so aus. Du, ich geh mal hier rein. Ja, der Kantenmaler ist jetzt gerade in die Textilbranche gewechselt, ja. Ja. Hallo? Hallo, hallo. Jemand da? Hallo. Sollte jemand da sein, bitte tun Sie mir nichts, wenn es geht, nicht? Es wäre voll fancy. Ich habe nämlich gerade den Waffenkoffer weggeschmissen. Und es wäre jetzt echt irgendwie gemein, wenn... Und so. Nee, hier ist aber niemand. Niemand ist hier. Guck mal, von da drüben kamen wir. Da sind wir lang und mehrfach in den Tod gestürzt. Schön, ne? Das ist da einfach schön. Und hier auch mal. Gleich schon wieder Schluss? Nee, doch, Mist. Keine amerikanische Produktion. Nee, es ist keine amerikanische Produktion, das ist richtig. Hallo? Was ist das? Was auch immer Odums Funktion war, diesen Daten zufolge ging der Output drastisch zurück. Das hervorgehobene Gebäude da. Ich denke, dort gehen wir hin. Welches ist denn jetzt hervorgehoben? Sind die nicht alle? Also ich... Nicht sicher, welches von den Gebäuden jetzt speziell hervorgehoben ist. Hier kam ich rein, ne? Hier sind wir reingekommen. Da unten ist ein Lager. Da geht's vermutlich raus, ne? Das ist eine Luftschleuse, da wollen wir jetzt nicht hin. Wollen wir auch gar nicht. Hallo? Was ist das? Louis und Victoria, sie versuchen gar nicht mehr, es zu verstecken. Im Wagen haben gerade drei Leute ganz frei vor meiner Nase über den Markt gesprochen. Respektlosigkeit, du trägst das Abzeichen. Halt sie auf! Du trägst. Direkt das mal korrigieren. Willst du meinen Rat oder nicht? Das ist einfach nur egoistisch. Wer damit handelt, hat weder Rückgrat noch Respekt für andere Menschen. Wenn du das nicht meldest, schicken sie dich in den Krankenflügel. Stimmt. Junge, der ganze Boden hat gewackelt. Irgendwas ist in der Hauptanlage passiert. Muss los. Okay, die haben hier mit irgendwas gehandelt. Das notiere ich mir. Mit was haben die denn gehandelt? Mit Drogen oder was? Eine Wache der Anlage spricht über die Menschen, die die Seilbahn zum Markt in Odum nehmen, bis er einen lauten Knall hört. Ein lauter Knall. Wie es aussieht, haben sie hier auch Lebensmittel.
angebaut. Hier steht, diese Pflanzen sind auf unerwartete Weise mutiert. Mutierte Pflanzen, das klingt nicht gut. Ich denke da direkt an Killer-Tomaten. Nicht? Das klingt nicht gut. Lebensmittel. Ja, aber das in der Nachricht klang das ja eher wie... Weiß ich nicht. Achtung, eine klare Ansage an alle Lagerarbeiter. Der illegale Warenhandel wird mit Inhaftierung geahndet. Das ist illegaler Warenhandel. Wer weiß, was sie da gehandelt haben. Hallo Wind, fleischfressendes Getreide. So wird es gewesen sein, Killertomaten. Ja, das denke ich auch. Hier kommt bestimmt gleich eine Killertomate irgendwo aus dem Schrank. Oh Mann, das ist... Ja, krass. Das sind Drogen, habe ich doch gesagt. Wieso sind hört denn hier niemand irgendwie? Sind das Spuren von Stromstößen am Spind? Oder? Das gefällt mir gar nicht. Bin ich jetzt... Das ist doch... Oder? Das sind doch... Oder? Ich meine, es könnte auch was anderes sein, aber oder? I mean... Ich glaube, das ist für Hydrokulturen. Mhm. Das würde ich jetzt auch so vermuten. Da, wieder so Zeugs. Noch mehr so Zeug. Was ist das? Das haben sie hier also angebaut. Diese Kiste hätte für 50 Leute eine ganze Woche reichen sollen? Das ist viel zu wenig. Klar, warum sie das Zeug zum Tauschen gehortet haben. Das ist Essen? Was soll das sein? Was ist das? Was ist denn das? Für einen Klumpen. Was macht man denn mit dem Klumpen dann? Beißt man da rein? Wahrscheinlich. Hier haben sie also die Antidepressiva selbst hergestellt. Massenhaft verteilt. Zusammen mit dem Essen. Top. Geil. Direkt ins Essen drücken, die Antidepressiva. Ne? Statt halt einfach eine ordentliche Psychiatrie bereitzustellen, ordentlich Personal dafür bereitzustellen, dass es den Leuten besser geht. Nein. Nein. Das ist voll gut. Das war also wohl ihre zentrale Anlage für Wasser, Nahrung und medizinische Vorräte. Aber wie es aussieht, hatten sie in den letzten Jahren große Probleme. Sowas wie eine Hungersnot. Sie sind verhungert. Und wofür? MacArthurs Luftschloss? Nun, wir kennen die Ursache noch nicht. Oder ob er schuld war. Stimmt's? Kathy, sei vorsichtig, ja? War doch. Ich schicke Berichte. Klar doch. Tja, diese Ursache, die finden wir beim nächsten Mal raus. Ja? Was nun genau schiefgelaufen ist, das erfahren wir beim nächsten Mal. Eventuell ja direkt morgen. Maybe. Schauen wir mal. Vielleicht machen wir aber auch morgen ein Pontiment. Vielleicht machen wir auch morgen Demos. Weiß ich nicht. Wir werden sehen. Das sehen wir morgen. Und jetzt... schicke ich euch zu Minjas rüber. Könnt ihr noch ein bisschen bei Valheim entspannen? Für den restlichen Abend. Schon mal Stray gespielt? Durchgespielt, ja. Ja.
gespielt. Cliffhanger ganz ohne Eisbücke. Also, meine Lieben, es war mir eine Freude. Wie gesagt, wenn ihr mögt, sehen wir uns morgen wieder. Danke, dass ihr da wart. Habt noch einen schönen Abend. Viel Spaß beim Minias. Schlaft dann gut und kommt morgen gut durch den Tag. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.